zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben, ja? Er ist wirklich ein Mistkerl. Siehst du meinen Hut? Der Hut eines Gentlemans. Aber ihm fehlt das gewisse Etwas. Etwas Bullimong-Fell könnte diesen Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest. Um an das Fell eines Bullimongs zu kommen, musst du es ihn mit bloßen Händen abreißen. Schwäche einen Bullimong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten den Rest. Hallo? Es gilt, Korbzeug abzuschießen. Und fürwahr, wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu... Ach, so ein Scherzkeks! Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Thank you.
Vorschlag. Schieß auf den Sicherungskasten, um den Strom zu kappen und schnapp dir dann die Sicherung. Oh, pack sie vielleicht mit den Zähnen! Höre grundsätzlich nicht auf Ratschläge von Claptrap.
Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Jawohl, das schützt vor Kugeln! Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Mom für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Pass auf dich auf! Ah!
Denk an Markus Munition. Beehre mich bald wieder. Leb wohl, mein Freund. Ha ha.